Wir sind in Bloodborne, im DLC, da, wo Helden geschmiedet werden, wo aus Weicheiern richtige Harteier werden. Wir werden gekocht, jetzt gleich hier bei Bloodborne. Welchen Gossip gibt es hier, fragt Simon. Und er meint natürlich hier unsere Guck mal. Kameraden an der Lampe. Wie die da miteinander reden, ja, was haben die zu besprechen? In welcher Sprache reden sie? Die verhöhnen mich vielleicht. Das sieht auch aus wie Fischatmung. Oder die beten für mich. Das ist toll. Ja, die beten für das dich. Das ist so ein tolles ich mag die. Die sind so ein bisschen wie hier in Harry Potter, die Elben, Elfen. Ja, Dobby und so. Ja, Dobby, ja. Das stimmt. Sie sind auf jeden Fall Kumpels und wir haben sie ausgestattet mit Klamotten, deswegen haben wir sie, um in der Harry Potter-Mythologie zu bleiben, freigesetzt. Sie sind frei. Sie sind jetzt frei. Genau, und wir fangen genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich beim Bosskampf. Ah. Es gibt hier noch viel zu entdecken. Wir haben die beiden Riesen da hinten noch liegen lassen, die haben wir umlaufen, weil wir. Aber hier geht's eigentlich weiter. Bosskampf oder? Und da geht's auch weiter. Also, das andere Willst Gebiet du? Haben wir noch nicht zu Ende erforscht. Na, gut, oben waren, stimmt, wir sind gerannt. Und oben waren diese beiden Typen. Also, du hast freie Auswahl, wo du hin möchtest. Wärst du böse, wenn ich hier durchgehen würde? Oder willst du? Nein, du machst, ja, weil du läufst das entscheidet dahin. Ja immer für ein, zwei Stunden, ja. Was man macht. Nö, mach mal, worauf du Bock hast. Irgendwie lockt mich das. Dich treibt. Also, wir wissen, dass wir zurückliegend noch Dinge stehen gelassen haben. Ja, ich mach mal ein bisschen den Chat aus. Da zum Beispiel, verschleiert durch die Nacht, doch mit festem Schritt, verfärbt vom Blut, doch immer bei klarem Verstand. Stolzer Jäger der Kirche. Das ist der Riese. Oh! Den hab ich wieder vergessen! Ja. Da ist er wieder. Zack. Ob das hier ein guter Kampfort ist? Wahrscheinlich nicht. Wenn die da gleich um die Ecke kommen, ich hab die letzte Mal auch irgendwie. Also mal. Oh ja, das ist ein Timing. Ein bisschen Respekt, der hat mit einem halben Schlag, wenn da der Schlag und der Schuss kommt, kann man schon das gut verlieren. Schon ein bisschen was ab, ja, auf jeden Fall. Siehst du, das ist genau das, wovor ich Angst hatte. Und er geht auch nicht, doch, jetzt habe ich ihn in die Ecke. Nee, er lässt sich nicht so richtig locken. Lass ihn mal um die Ecke bringen. Komm her. Dieser lachende alte Sack, wie er verhöhnt. Jetzt freut er sich noch, ne, weil er hinter dem Großen steht. Man muss immer abwarten, glaube ich, bis er einmal schießt. Bisschen eine dumme Ecke hier. Komm, schieß noch mal. Ich brauch grad ein bisschen lang, tut mir leid. Das ist in Ordnung. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Okay, so. Jetzt ist der alte Mann dran. Er hat sich umgedreht, ne? Ah, ein bisschen Bluttablett. Diese ganzen Zellen, soll ich die mal durchsuchen? Ich würde sagen. Hab ich das letzte Mal, glaube ich, schon. Hast gemacht. Du schon? Dann laufe ich einfach mal dran vorbei. Dann geht da gleich eine Treppe hoch, glaube ich. Und dann runter. Oder runter, runter, ja, oder runter. Nee, runter geht sie halt runter, ja. Da die Fackel theoretisch ausrüsten. Oh nee, da geht eine hoch und eine runter, siehst du? Okay, eben sind wir auch hochgegangen. Ach, ich will trotzdem. Na, geht das auf? Nein. Ich gehe mal kurz runter und guck. Ja, das ist doch. Nehme an, wir landen da in einem Areal, wo wir vielleicht schon. Aber nee, das kann nicht sein, oder? Weil der Zwischengegner, der Endgegner jetzt. Nö, da. Das ist eine Abkürzung. Das könnte gut sein. Haben wir die Glocke gehört? Also, ich habe sie häufiger schon mal gehört, aber jetzt gerade nicht, oder? Und wofür steht die Glocke? Aber, also, ich höre sie gerade nicht. Okay. Better left alone.
Jetzt will ich wissen. Jetzt will ich, höre ich die Glocken. Kann man das jetzt irgendwie ändern? Nee. Ja, gut. Aber wir haben sie halt wirklich nicht gehört. Wir haben sie ja wirklich nicht gehört. Wir sind nur ehrlich. Wir sind der ehrliche Wilbald. Der ehrliche Hunter. Wilbald, der ehrliche Hunter. Das ist, finde ich, oder? Das klingt, ist okay. Kann ich auch mitleben. Gibt schlimmere Kosenamen. Da ist dieses geile Gemach, wo die dieses Blut Transfusion, wie sagt man, Transfusion? Transfusion. Transfusionieren? Bluttransfusionierung. Ach! Zack, zack. Dachte. Okay, jetzt bin ich hier viel zu naiv einfach mal so reingestolpert. Du hast ja auch schon gekämpft. Soll ich denn hier überhaupt dann? Ja, warum nicht? Also, ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier nur diese beiden bekämpfe, die du schon mal bekämpft hast. Nee, die habe ich noch nicht besiegt. Das sind nicht besiegt? Nein, okay. Ich bin ja auch rein und dann. Hätte schwören können, du hast da schon mal so rumgeguckt. Ja, habe ich auch. Und dann kamen die beiden da und dann habe ich ein bisschen mit denen gefeilt und dann bin ich dann irgendwann da gestorben. Ey, guck mal, hat plötzlich genug und jetzt wieder doch nicht. Kann sich nicht entscheiden. Shit, einmal zu viel. Jetzt kriegt sie ihre Combo. Oh, die hat halt auch einfach das gleiche Schwert wie wir. Haha, oh. Da hat er nicht mit gerechnet. Einfach mal einen Brand gesetzt. Fackel plus 5, Baby. Oh, jetzt, ja, nice. Und die ganze Energie wieder zurückgeholt. Aber hier sieht man dann echt wenig ohne Fackel. Das ist irgendwie nicht so cool. Scheiße, falsch. Okay, Timing. Komm her. Jetzt. Nein. Ich kann es einfach nicht so gut wie du. Wann könnte es kommen, der Schlag? Willst du einmal machen? Hallo? Ich habe sie was gefragt. Boah, da hast du Glück gehabt gerade. Wenn der Schuss getroffen wäre. Ja, dann wäre es das schon gewesen, ne? Mann, ich dachte, er macht jetzt den Zweier. Komm, schlag doch mal. Ja. Ah. Ja, okay, ja, ich höre auf. Tut mir leid, Leute. Das war jetzt ein bisschen. Bin hier ein bisschen ganz längermäßig unterwegs gewesen. Aber ich wollte diesen einen Moment. Ich wollte das finishen. Okay. Ne? Irgendwann muss man es ja mal lernen. Wenn ich kurz vor Schluss war, dann. Na, ich habe es 1, 2, 3 auch mal schon hingekriegt. Aber die waren jetzt sehr schnell. Und die andere ist ja auch noch da. Oder der andere, wer auch immer das ist. Ja, zum Glück sind die da oben, freundlicherweise ist sie da hängen geblieben. Und hat sich gedacht, ich warte mal ab, bis der wiederkommt, dann macht er mich alleine fertig. Siehst du? Kann so viel rumballern, wie du willst. Ja. Was denkst du, wer wir sind? Endgegner in Demon's Souls? Ah, Scheiße! Er hat mich erwischt. Magie sollte hier verboten werden. Hey! Ja. Was? So ein bisschen unübersichtlich. Hab ich. Nach unten kann ich die Sachen durchklicken. Ja. Nee, dann hab ich nur das. Haben wir nur das. Mhm. Okay. Die hat auch so eine Peitsche. Hast du gesehen, ne? Das war ganz knapp gerade noch. Alter Spiel, ey. Es war nicht perfekt, aber es war auch ein spannender Kampf. Es war ein spannender Kampf und darauf kommt es ja an, ne? Die Spannung. Es ist aber auch eine filigrane Schwertarbeit hier an den, in den Gängen. Du hast hier wirklich kaum Möglichkeiten. Er wimmelt es auch von Gangstern. Die dich gängeln. Oh, wieder was mit Augen. Der kriegt sein Auge. In den Kopf! Von unten. Von innen. Jetzt schnappt der Kopf zu. Siehst du den Wolf, der aus dem Laken hervorlugt? Unter dem Laken ist ein Wolf. Hast du gerade in der Einstellung gesehen. Muss irgendwas bedeuten.
sehen. Das ist ein Werwolf. Wir stehen gerade vor. Neues Areal. Und nur damit du siehst, dass ich hier nicht gelogen habe. Ja, jetzt fährst du. Ja. Oh. Warum ist das denn ein Aufzug? Was ist das, der größte, komplizierteste Aufzug, der jemals... Sehr pompös auf jeden Fall. Da liegt auch Geld rum. Also okay, das mit dem Geld... Nee, oder sind das Kerzen? Ich dachte, das wären Münzstapel, aber das sind Kerzen, oder? Direkt auf dem Laken drauf. Ja. Ach so, auf dem Laken. Das sind Kerzen. Ja, nee, sind genau Kerzen. Ja. Und der hat auch keinen Unterleib mehr? Forschungshalle. Oh. Wie so ein türkisches Bad, da sitzen da alle. Ah, hier ein Heini. Oder die Heini. Wie eigentlich ist aus der Heini? Mann, wir kriegen einfach den Finisher nicht. Oh, die suchen ihre Augen. Dabei haben die einfach einen riesigen Blutegelkopf. Das ist noch einer. Noch ein Heini. Dass sie nicht davon kommen. Das war ein mysteriöser Ort. Hm, Tür in der Tür. Okay, keine Abkürzung. Wahrscheinlich schon, nur später erst. Später. Ich nehme jetzt kein Gegengift, oder? Das kann man sparen. Schau mal, schon wieder nee, so ein Lift. Oder nein, das ist der Lift, Scheiße. Sind wir. Ach, ich dachte, wir wären von der anderen Seite gekommen. Die Treppe hoch und da hinten ist noch was. Ja, du hast recht. Ja, ja gut. So, nochmal schon, hier sind wir einmal durchgelaufen. Also da vorne eine Tür und die Treppe hoch. Und da ist noch eine Tür. Also ich bin mir nicht sicher. Auch noch hier? Ja, also da ist, das ist die geschlossen ist. Ja. Und die andere haben wir nicht ausprobiert. Da komme ich gleich hin. Vielleicht sind das beides Abkürzungen. Oh, das sieht hier ein bisschen aus wie bei Harry Potter. Ja, dann gucke ich mir erst nochmal die andere. Aber da kriegst du Vergiftung, ne? Mann, dumm. Ja. Also es ist noch im grünen Bereich, aber. Oder im roten. Weiß. Okay, jetzt wissen wir das. Hui! Yay! Das macht Spaß. Risiko. Ah ja, guck mal, die wollen kämpfen. Mites. Oh, ich dachte, ihr habt keine Augen. Aber die machen so einen geilen Headbutt. Naja, was? Bei dem Kopf. Gott, was ich die heute. Die sind aber auch so überraschend schnell plötzlich. Okay. Hey! Jetzt lass mich doch nicht so alt aussehen! Ah, ah, ah! Gift, 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 Gift! Hey, du wirst dich auch noch mit denen. Bam! Ja, es ist ja alles neue Gegner jetzt. Das ist ja auch spannend. Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Das ist ja das Tolle. Wenn man zum 10. Mal irgendwen so ist, ist es immer, ey, Mann, was bist du für jemand? Was kannst du? Hört ihr, der Nils sagt das auch. Okay, links oder rechts, egal. Beides dasselbe. Da ist wieder so ein Heini. Siehst du, jetzt weiß ich nämlich Bescheid. Zweimal gehauen. Kopf. Da passt die Beleidigung ausnahmsweise mal. Wirklich, ne? Ja, da Rollstühle, da kam. Ha! Was war das? Was und wo? War er das? Von da hinten vielleicht? Das kam. Eine Falle? Überraschend. Ich hab's auch nicht genau gecheckt, was das jetzt war.
Aber guck mal, hier sind überall diese Rollstühle, da sind, kommen die ganzen Leute hin, um sich behandeln zu lassen. Okay, jetzt wissen wir es. Irgendwas explodiert da von der Seite aus. Okay. Ja, ist aber okay. Wir waren eh an der Wechselfront langsam. 22.000 Seelen. Ich wollte sie extra nicht, um es spannender zu machen. Ja, Mann, Spannung muss sein. Ey, wir sind stark genug, wir brauchen keine Seelen mehr. Es ist ein bisschen. Man kann sich's wirklich, man kann sich nicht sparen. Wir wissen, dass da noch Gegner kommen. Aber man hat das Gefühl, eigentlich nicht mehr so schwer. Ich werde diese Worte sicherlich gleich bereuen. Du wirst die gleich. Da, war da rechts ein. Hast du den schon benutzt? War da ein Schalter? Hier da? Ach, das ist für das den ist, Lift. Das ist ein Lift, ja. Okay. Lifted. Lifted all the way. So. Schön. Wo sind die anderen? Tja. Wo kamt ihr? Hinter dem? Da kommen sie. Blutvio. So, einer ist auch noch da oben, ne? Da geht's auch noch mal. Ich bin links rum. Mit denen. Bist du links rum? Ja, aber. Was auf diese. Okay, das. Ah, siehst du, jetzt bist du auf einer anderen Ebene als ich. Wenn du meine Seelen haben willst, musst du, glaube ich, links rum. Ach so, ja, okay. Meinst du, das sind das da, wo diese Tücher drüber hängen, oder was? Das da. Ich nehme an, man darf einfach. Ah, jetzt hast du sie. Vielleicht ist auch ein Schalter versteckt irgendwo. Vielleicht darf man nur nicht anrempeln. Hm. Immer wenn diese Flaschen umgekickt wurden, ist das passiert. Wenn man an dem Regal vorbeiläuft. Das sind auch so Ketten. Nee, die heißen nichts. Da ist jetzt ein Schalter. Natürlich, das ist ein Schalter. Ja. Ja, ja. Alles perfide. Ob man ihn da reinlocken kann, müsste ja eigentlich gehen, oder? Brauchen wir nicht. Komm, runter, ja! Ja, das hat er verdient. Das war, wir müssen Treppen steigen, aber das ist es wert. Das war es wert. Jump, jump. Okay, jetzt sind wir irgendwo anders. Jetzt bin ich tatsächlich irgendwo egal. Anders. Oh, oh! Mega-Ratten. Da hab ich falsch angelockt. Okay. Huch, was ist denn das? Das ist wirklich wie bei Harry Potter. Stufen bewegen sich. Treppen sich noch drehen, ja. Irgendwas. Ich glaube auch, dass du die Stufe einmal nach oben drehen kannst, nach links sozusagen, dann hängt sie da rechts. Passt sie gut. Aber jetzt hänge ich hier. Ah, nee, da geht's weiter. Ja, genau, hier sieht man auch das Gewinde. Muss man nur irgendwo den Schalter dann finden. Okay, immer schön auf den Boden gucken. Er rollt schon wieder irgendwas. Ah, hey, Vorsicht. Ja, ich rede mal mit dem. Da kann ich nicht mehr. Nicht oh, so eine Pflanztür und Bäume. Keine. Oh, eine Sonnenblume. Aus einem Menschen. Aus einem Menschen. Splish, splash, splish, splash. Oh. Blop. Guck mal. Blop. Dann lassen wir den mal in Ruhe, oder? Wir müssen jetzt ja nicht, also wir sind ja keine Aggressoren. Nö, muss nicht sein. Wir sind nur Entdecker. Was noch von deren? Voll Überraschungsangriff. Oh.
Lappen. Der rechts, ja, der ist auch widerlich. Der hat nicht mal Arme. Zurückentwickelt. Zu so einem kleinen Lurchen. Ein bisschen rasendes Kaltblut. Nicht weiter, ne? Nee. Okay. Dann, warte mal. Kann das sein? Komm ich denn da jetzt weiter? Da oben war, irgendwie. Da kam ich ja her, ne? Da war ja, die Tür ist falsch gesetzt. Das heißt, hier irgendwo muss ja ein Mechanismus sein, mit dem ich das drehen kann. Weil... Ja, du bist da ja durch einen Sprung gelandet. Ja, aber das... Das heißt schon, es kann keine Sackgasse sein, ja. Ja. Aber vielleicht musst du einfach irgendwo anders wieder runterspringen. Warte mal, oder dadurch die Tür. Ja. Ach, du bist tot. Ich dachte, sie ist tot. Dabei war sie dieses gar nicht. Na gut. Oh, dekoratives alte Jäger. Wenn es schon dekorativ heißt, dann ist es nicht. Nicht nützlich. Findest du? Könnte sein. Vielleicht ist es ja schön und, also beides. 110, 80, 110, 60. Es hat bessere Werte als unser altes Jägergewand auf jeden Fall. Bis auf den einen Wert Blitz. Es ist ein bisschen besser. Aber es ist nicht unbedingt besser als unser Henkergewand. Aber es ist schon nicht schlecht. Würde ich mal sagen. 110 bei physischer Abwehr. Ja, so, na gut. Fashion Soul sagt man ja auch, ne? Fashion Born. Was ist hier? Mhm. Nein, kannst du nicht hinter dem Vorgang lugen. Erzähl mir doch, das ist, was ist denn das für ein der wird sich öffnen. Vorhang? Irgendwann öffnet er sich. Hm. Hier, weiter. Was ist das? Oh nein. Ah ja, auch festgelegt. Oh Gott, die haben den Schädel aufgebohrt. Mit so einem Aufbohrmechanismus da oben. Ah, was für widerliche Experimente wurden an diesem braunen Fleisch. Ja, wirklich, erst werden dir die Augen genommen, dann kriegst du einen riesen Wasserkopf und dann bohren die da noch rum und dann wachsen am Ende Sonnenblumen. Das ist pervers. Und die alten Männer sind schuld an allem. Vielleicht wollten sie den perfekten Hunter schaffen. Oder so. Ja. Noch einer. Der hat schon einen Rabenkopf. Ja, so eine Rabenmaske. Der Rabenmann. Da ist ein Hebelchen. Bestienbluttabletten. Erstaunlich viele Bestienbluttabletten in letzter Zeit. So, hier sind jetzt diverse Hebel. Hebel, Hebel und eine Tür. Ist irgendwas gerade gewesen? Ja, das ist. Ach, war nur ein Schatten. Ich nehme einfach mal alles auf. Die Hebel sollte man schon mal ziehen. Fall, dass hier irgendwas ein Shortcut ist. Kann das sein, dass es so einen Timer gibt hier? Ja. Dass man beide ziehen muss? Ein Aufzug. Okay. Das ist ein Aufzug. Der andere dann auch. Der ist ja auf jeden Fall schon mal aktiviert. Der geht nicht. Kommst du am Ende wahrscheinlich mit dem anderen Aufzug wieder runter. Wir können mal gucken, ob es ein Shortcut ist. Vielleicht kommen wir irgendwo hin, wo wir schon waren. Nein! Ich bin jetzt außerdem da aufgetreten. Da fahre ich gleich nochmal runter. Wir müssen mal sehen, wo das war, dass wir uns einmal orientieren können. Was mich wahnsinnig macht, ist, wenn so Aufzüge, wenn man nicht weiß, wo sie aufgehen. Wenn man dann zum ersten Mal einen Raum betritt und man weiß ja nicht, was da drin ist, und dann geht die Tür hinter einem auf. Oh Gott, der lebt noch. Da hinten. Das ist einer von diesen Würmern. Der unten rum. Lady Maria? No.
You're someone else. Das ist richtig. Please, could you do something for me? Was denn? I need brain fluid. What? Murky, mushy brain fluid. Please, could you do something for me? I need brain fluid. Was? Wie lange sitzt die denn da eigentlich schon? Guck mal, die Beine sind zusammen, oder sind die, Beine sind gebunden, die Arme und so. Die sieht nichts, ist da völlig fixiert. Die hat auch noch so eine Spritze im Arm. Es ist furchtbar und ekelerregend. Das ist wirklich überhaupt nicht schön. Der will wieder nicht aufgehen, der Vorhang. Hier ist noch eine Tür. Ah ja. Ist das der Shortcut? Das ist der Shortcut, glaube ich. Kann das sein? Dass es die eine Tür ist, die vorhin... Da war noch eine? Nee, das ist der Schrank. Oder? Schau doch kurz mal raus. Ich glaub, das sieht so aus, ja, ja. Du bist ein Stockwerk drunter und es ist das eine ist ganz von den Türen. Cool. Ja. Okay, also theoretisch könnte ich da wieder hoch. Ah, bei dem Säuresee. Waren wir hier schon überall? Nö. Nö. Du bist da ja einmal runtergesprungen und das war's so mehr oder weniger. Also oben geht's ja auch nochmal weiter, ne? Aber bevor wir da jetzt... Ja, lass ruhig mal hier weiter. Okay. Hier rechts könntest du noch, ne? Ja, warte, wir haben jetzt hier... So, hier muss ich jetzt aufpassen mit den... Da waren wir noch nicht, ne? Aber. Oh! Ja, das hab ich mir gedacht. Du ein Sack! Okay. Noch einer. Vier sind's, glaube ich. Sehr schön. Also klar, dass die da lauerten. Der wirft doch von oben was. Da kommen ja einige. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt führe ich raus. Du kannst sie, glaube ich, besser einzeln. Vorsicht! Gott, Alter. Scheiße. Von hinten. Hinten noch was liegen lassen. Was ist mit dir denn los, ey? Vielen Dank für den Hinweis. Die sind offensichtlich ein bisschen irre, die Kollegen. Meine Güte. Also, da oben stehen auch noch ganz viele von denen. Wahnsinn, ey. Die sind wirklich verrückt. Die kommen hier aus ihrem Nachtgewand. Irrenhaus. Die sind hier alle behandelt worden, haben hier diese Morgenröcke an, die man kriegt, wenn man irgendwo im Spa-Bereich ist. Da haben sie ihre Bluttransfusion bekommen in der Hoffnung, dass ihnen irgendwie ein besseres Leben beschert wird. Und dann ging hier alles vor die Hunde so. Und die hängen hier aber noch rum in diesem... Was? Gibt's denn mehr von denen?
Irgendwen übersehen? Hallo? Hier sind die Betten von denen, da haben die sich dann ihre Transfusion. Das ist eher so für das ärmere Volk. Die Reichen waren oben, wo diese beiden Jägertypen waren. Das waren richtig geile Betten mit Baldachin und so. Und das ist ja so eine Gruppenkammer. Hier sind die, die nicht so viel Geld hatten, die sie aber auch behandeln lassen wollten. Und die sind ja alle irre geworden. Ja, das ist natürlich auch. Ja, die haben, also, die sind irre geworden, nachdem sie die Rechnung gesehen haben. Muss man dazu sagen. Ja. Guck mal. Hallo? Was ist denn hier? Ist das einfach nur so ein Lauben? Ah, ne, hier ist ein. Ah, leider. 63.000 Seelen. Oh, echt? Luschen wir erstmal, was es hier so gibt, ne? Die ist irre. Die haut auch ohne mein Vorhandensein. Oh, eine Irre. Mit einem Irren. Oh, oh. Okay, mit der muss ich mich mal neu auseinandersetzen. Nicht zu cocky werden jetzt hier. Komm, ja. Hast du noch fast. Nun. So. Okay. Da geht's weiter. Und da geht's weiter. Hier ist ein Balkon oder was? Gott. Eine Leiter. In die tiefschwarze Dunkelheit. Oh, da kann man sich droppen lassen. Irgendwann irgendwo. Ich glaube, du kannst durch den Eingang da. Da, ne? Ja. Kommst du später? Ja, später, ja, genau. Okay, jetzt guck ich erstmal oben. Eieiei. Das ist ein Irrenhaus. War das nur eine Tür? Vielleicht eine Abkürzung? Oh, noch wieder welche von denen, Homie. Also langsam. Bin ich hier echt ein bisschen anstrengend. Oh, was ist das da unten? Ein Jäger, oder? Verrückter, ja. Alter. Das. Ah. Gott, hast du es gesehen? Und irgendwas schießt hier auch. Oh Gott, das ist unangenehm. Was hält sie denn? In der Hand, irgendwas Komisches. Oh, das finde ich hier fast schon ein bisschen spooky, muss ich ehrlich sagen. Da geht's weiter hoch. Gott, ey. Was für eine Irrenanstalt ist das hier, Simon? Da finden sie jetzt endlich Gehirnflüssigkeit. Der sieht aus wie jemand, ja, ne? Der Gehirnflüssigkeit hat. Nein. Schmutziger Dunstblutedelstein. Na gut. Ja, das sieht auch spannend aus. Ja, da warst du schon. Ja, war ich schon. Ja, du, es liegen Leichen. Stimmt, du hast recht, ja. Wer sonst außer dir verteilt die Leichen, wo er geht und steht? Zerteile sie vor allem erst, bevor ich sie verteile. Ja, das stimmt. Da waren wir hier schon, dann kamen wir da unter durch wahrscheinlich und jetzt sind wir hier oben. Und haben einfach nur ein Item. Okay, dann geht's jetzt hinab in die Dunkelheit. Nee, war das hier? Nee. Oder halt hier hoch. Ich geh erstmal hier hoch. Ah. Oh. Unangenehm. Na gut. Da ist eine große Tür. Ja, da kommen wir nicht hin. Erst später, wenn, ach, der, stimmt, wenn sich alles bewegt. Wenn die Treppe sich einmal gedreht hat. Ja, Miste. Jetzt bin ich hier runtergeplumpst. Das ist schon wieder so ein Heini. Sag mal, wachsen ja, die nach nicht, oder was? Vergiss nicht, dass wir halt eine Menge Möglichkeiten haben, uns weiter zu bewegen.
Alter, da sind wieder so viele. Und da ist dieser Hunter. Und irgendwas Bobbeliges. Igittigitt, das ist in seinem Sack. Der hat einen Sack, Simon. Oder ist das ein Sack von ihm, wo er was drin der hat? Der liegt da rum. Weil einfach der Sack und der Mann sind vielleicht völlig unabhängig voneinander. Vielleicht haben, sind die einfach Freunde und haben gar keinen Bock, dass die immer zusammen gesehen werden. ja, geh doch einfach hin. Ja, jetzt guck ich einmal hier diese Ebene, weil der ist... Der ist doch, echt. Hier warst du schon. Na gut. Der ist, ne, die, aber wo sind denn jetzt diese Bodenplatten, in die ich 100-mal reingerannt bin? Wo sind die denn jetzt? Jetzt, wo ich sie mir mal wünsche. Ich war nur auf dieser einen Ebene. ich habe jetzt 72, ich könnte da gegen den Hunter kämpfen da unten, aber der ist wahrscheinlich stark, aber ist egal, mach ich das halt. Du kannst auch wie ein Hasenfuß natürlich den Schwanz einziehen und nach Hause gehen. Ach, komm on. Der kann doch nix. Siehst du? Oh. Alter. Ja, so töte ich meine Opfer. Alter! Wie unfair! Warum? Ich töte meine Leute halt. Ich mach da halt immer kein Aufsehen draus. Ich bring die einfach alle um. Die ist in ihren Kopf. Also ist sie rein. I'm a Robin. Will I ever grow up and become a man? What say you? Lady Maria. Ich wette, Fürstin Maria wird noch Endgegner sein. Mhm. Anything. Ich befürchte es auch. Okay. Müssen wir mit dem Sack reden? Also ich werde die jetzt nicht töten. Das ist aber sehr interessant. Also die Leute können sich also... Die morphen dann, aber irgendwie... Ist das, ist der Sack die Endstufe? Reduziert aufs... Am Ende Minimum. Bleibt nur noch quasi der Sack übrig. Und daran haben sie ja auch experimentiert und so. Das ist alles sehr, sehr mystisch. Wait a minute. Hier ist der Aufzugsschacht. Aber wieso kann ich den denn nicht rufen? Der aus dem Todesstoß. Er muss vielleicht von unten nochmal. Aber ich ist doch gar nicht mehr. Naja, aber One-Way-Lift. One-Way-Lift? Hä? Aber das ist doch mega dumm. Warte mal, ich kann den nicht. Was ist das? Kann man das lesen? Oh. Labor 4. Stock. Interessant. Das würde dann heißen, das kommt aber von oben. Oder wir sind im Labor. Da, hier ist das Labor 4. Stock. Ja, ja, war genau. Das der Aufzug geht zum Labor 4. Stock? Ich glaube, hier ist Labor 4. Stock. Ja, okay. So habe ich das jetzt mal verstanden. Okay, pass auf. Dann. Nein, Neck ist ja auch nichts mehr. Okay, warte mal. Shit, dann muss ich mich hier da droppen lassen. Irgendwo da unten oder so. Wenn ich. Hier auf die Treppe vielleicht, ne? Geronimo! Ja. Hier waren wir auch schon, meine ich. Genau, hier ist. Ach, nämlich Vorsicht, da die. Hier war nämlich Feierabend, da geht's wieder runter. Was? Hat da irgendwas auf mich geballert? Hier ist mein Kumpel. Von vorhin. Hier ist auch wieder die Falle irgendwo. Okay, pass auf. Da ist die Tür. Hier geht's nochmal weiter. Zuckt es noch? Hier habe ich schon aufgeräumt. Genau, dann geht's hier hoch. Hier ist die Leiter. Okay. Weißt du, was geil ist, Simon? Wenn man weiß, man war hier schon und hier warten jetzt keine Schurken auf einen. Das ist irgendwie ein richtig schönes Gefühl. Ah, ja, 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 genau. Okay, alles klar. Hier war der Aufzug. Mhm. Und geradeaus wolltest du weiter. Geradeaus wollten wir weiter, ne? Genau. Nee. Ich wollte doch diese dunkle Treppe runter. Ist völlig bescheuert. Da ist auch noch einer von diesen Bestien. Mindestens einer. Oh! Hat sie fast gehauen. Save me, please. I don't hear anything. Oh. Ja, echt ganz schön ekelhaft. Ich glaube, die haben denen nicht gesagt, was mit ihm passieren wird. I don't hear anything. Und dann immer noch dieses blinde Vertrauen in irgendeine Entität, die einem helfen wird. Ja. Das ist schon. Okay, ich wollte nochmal. Ach, warte mal. Was steht denn dran? 3. Stock. Achso, alles hier ist Labor. Ja. Okay, also pass auf, dann machen wir nochmal hier diese Geschichte. Der geht ja nicht, ne? Okay. Krass, ey. Was eine ekelhafte. Da kam ich. Willst du jetzt nochmal hoch? Ja.
warte mal, jetzt fährt der nämlich runter. So, da war die Alte mit diese Gehirn, den Gehirnsaft wollte. Und da ist diese Dunkelheit, oder? Nee, shit, hier war der Shortcut. Ach, shit, ich wollte diese Dunkelkammer da, wollte ich mal erobern. Mist. Okay, das ist doch anders gewesen. Wo war denn das nochmal, wo diese Treppe, weißt du noch? Nee. Da war so eine Treppe in die absolute Dunkelheit und da hatte ich gesagt, oh, ich guck mir erstmal noch den anderen Weg an. Die ging runter, die Treppe. Bin ich jetzt mega dumm? Dann geh vielleicht nochmal die Leiter runter, vielleicht ist es an der Ecke. Ja, oder? Jetzt gehst du. Oder hier. Oder so. Das, nee, der ist ja die Alte. Ja, okay, ey, jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Bin ich ein bisschen verlaufen. So. Warte mal. Irgendwo war noch eine. Mist. Was war denn das? Hier war diese eine Alte, oder? In dieser Blume, das war hier, ne? Ja. Ja. Die mit der Blume. Gibt's doch gar nicht. Da ist Feierabend. Nee. Da komme ich nicht hin. Ah, Mist. Aber wenn dir irgendwas einfällt, sag's gerne. Nee, also wenn ich was sehen würde, würde ich wahrscheinlich darauf hinweisen, aber jetzt. Ja. Ich weiß auch nicht so genau, welche Dunkelkammer du meinst. Meinst du die eine, wo einer so vorbeigehuscht ist, einmal kurz? Nee, da war. Oder welche? Ich weiß, nee, da war so eine Leiter und da bin ich hin und hab. Da gab es zwei Wege und das eine war irgendwie eine Leiter, die ging runter und links war so ein Vorsprung, wo ein Item lag, wo du noch sagtest, da kommt man dann den Weg links lang auf das Item. Ja, und du bist die Leiter nicht runter. Nee, und dann bin ich nämlich zurück, meine ich, und hab erst mal einen anderen Raum mir angeguckt. Ja, das. Und dann bin ich da runtergefallen. Wo das war. Dann bin ich da runtergefallen und das muss ja aber dann. Ich muss ja hier irgendwie die Leiter hochgegangen sein. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Oder war das? Als ich dann wieder das Shortcut geholt habe und dann bin ich den anderen Weg gegangen. Das kann auch sein, dass das da war. Also okay, dann probiere ich das nochmal. Das ist das Einzige, was mir jetzt irgendwie noch groß einfällt. Da darf ich nicht, da geht's wieder runter. Das kann halt sein, hier geht's ja dann quasi gar nicht weiter. Ah, oh, Orientierungslosigkeit. Oh, da habe ich gerade die Falle ausgelöst. Hast du mitbekommen? Mhm. Hier nochmal hoch. Da geht's wieder runter. Was hier durch vielleicht? Hm. Wohl. Bim, bim, bim. Hier waren diese tausend wahnsinnigen Typen. Hier ist nämlich noch eine Leiter. Das sieht doch aber zumindest neuer aus. Ja. Bip, 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 bip. Ja, genau, hier war das. Da geht's hoch und hier ist diese Leiter. Ja. Genau, hier war das. Ah, okay. So, da fahren wir jetzt mal runter hier. Oh, sieht das scheiße aus. Willst du vielleicht ganz kurz, bevor du da hingehst, diese Dings mal wechseln? Also deine Items wechseln, sodass du zur Not mit dem Zeichen des Jägers auch wieder rauskommst? So. Weil das wird später, wenn die Action. Oh. Hä? Geht jetzt nicht. Geht auf der Leiter nicht. Hm. Gott, ey. Ah, okay. Oh Gott. Ey, sind auf jeden Fall die Endstufen des Ganzen. Die wirklich. Oder die weggeschlossen werden, weil sie eben. Ja. Weil sie nicht Fan sind der Behandlungsmethode. Me and what rises from its very depths.
Eine Fackel steckt in ihrem Kopf. Siehst du das? Das ist eine neue Therapieform. Ja, okay, aber die wollen ja offenbar... kann ich da gerade reden? Du kannst die töten. Du kannst mit... Ja. Ja. Weil wenn sie es schon sagen, ja, natürlich. Bin ich nicht verwerflich. Es ist ja wirklich auch ein ganz ekelhaftes Schicksal, vor allem, weil wir gesehen haben, wo es noch weitergeht. Ich würde sagen, du bist sogar schon wahnsinnig, Junge. Ja, ich erlöse dich gleich. Ja, die anderen sind ganz mad. Und was ist mit der? Die sieht schon richtig durchgenudelt aus hier. Gott, wie lange die da schon hängt. Das haben wir eben schon gehört. Okay, dann erlöse ich euch. Bitteschön. Hier, die stehen gleich nochmal auf. Ich tu das für euch. Aus Humanität. Limbo-Sieger 2019 auf jeden Fall. Dann noch einer ohne Fahrschein. Was liegt hier rum? So irgendwelche Seelen. Ja, halt, was du so hier brauchst, um dir Dreck in die Venen zu spritzen. Wieder, wenn du so zappelst. Feuchte Dunkelheit. Also, was die da auch erleben, muss wirklich ekelhaft sein. Und vor allem, wer ist diese Fürstin Maria, der alle vertraut haben und die offensichtlich ziemlicher Scharlatan ist? Ja. Oh Gott, der zappelt immer noch. Der macht Breakdance. Der träumt, dass er Breakdance. Das ist los. Dann zusammen mit mir. Weil das haben wir nicht glücklich. Oh, das sieht aus wie... Rollstuhlhausen. Nee, das kannst du einfach weghauen. Ja. Zack. Rollstuhlhausen, sagt er. Das ist auch eine scheiß Architektur, ne? Ja, völlig unnötig. Trotzdem überall Verzierungen, aber so nah beieinander, dass kein Mensch es hier sehen will. Hier waren wir nämlich jetzt auch schon. Moment. Heißt das, wir haben oben jetzt nochmal was Falsches gewählt oder haben wir irgendein Item bekommen, was uns hilft? Ansonsten haben wir dasselbe Problem wie eben. Nee, wir nicht wissen wollen. Nee, also wir sind jetzt hier in der zweiten Stufe. Das ist da, wo wir eben lang gelaufen sind. Ja. Und da kommen wir raus. Ja. Ja, aber. Wir wollten der Alten das Item geben, ne? Was wir nur nicht gefunden haben. Ja. Wir haben aber, was ich meine ist, wir haben uns ja einmal jetzt alles angeguckt. Ich habe ein bisschen gehofft, dass an der Stelle, wo wir runtergeklettert sind, dass es da weitergeht. Dass wir da was finden. Da ist noch ein Item. Ja, wir müssen irgendwann. Aber scheinbar nicht. Wir haben ja noch diesen zweiten Fahrstuhl. Der von oben aber scheinbar nur geht. Genau. Und dann muss es irgendwo einen Schalter geben, der diese Stufen sozusagen bewegt. Vorsicht, hier vorne ist die Falle. Wie lange für die Warnung? Die hast du, glaube ich, ausgelöst. Ja, irgendeine habe ich aufgelöst. So, hier ist Stufe 3. Also, es gibt ja noch eine vierte Ebene. Ja. Auf der kommt. Waren wir auch schon, kommst du wahrscheinlich. Oder sogar noch eine weitere, vierte, fünfte sogar. Mhm. Oder ist da oben eine fünfte? Guck mal, bis ganz da oben geht's. Oh, es geht. Vielleicht sogar eine sechste, auf jeden Fall. Das mehr ist als Tür. Ja, weiß nicht, versuch dich doch nochmal umzugucken, oder? Auf der dritten, vierten Ebene, ob es da nicht mit dem Aufzug vielleicht, oder ob es was für den Aufzug gibt. Ja, also das hier Moment. Auf jeden Fall, die müssen. Der geht nicht, oder? Der Aufzug geht nicht. Nee, aber den müssen wir irgendwo auch auslösen. Und der andere fährt nach unten. Ja, also der müsste ja nach oben fahren dann, ne? Oder? Das macht ja keinen Sinn, dass zwei Aufzüge vom Erdgeschoss kommen. Das heißt, wir müssen erstmal, es ist auch wahrscheinlich ein Shortcut, da müssen wir erstmal wieder hochkommen irgendwo. Und dann. Wollen wir mal den Chat fragen? Ach so, ja. Ich biet's nur an. Ich könnte kurz mal aufmachen, aber ich muss nicht. Kurz mal lunsen, ja. Meinetwegen, ich find's jetzt nicht so schlimm. Vielleicht. Das ist auch der Schalter an der Treppe selbst. Also du hast Interesse, dass ich das mache. Ja, mach sonst mal. Wird mir das ausgelegt, als Simon Wille mal in den Chat gucken. Gerne. Aber nur Orientierungshilfen, ne? Nicht irgendwas anderes uns hier spoilen. Die Chat ist auf. Ihr könnt jetzt klug scheißen. So viel ihr wollt. Ihr müsst hoch hinaus. Ja, ich habe das Gefühl, die wollen gar nicht, dass wir das jetzt sehen. Also, wir sollen hoch und gerne auch irgendwo, wie war das, von der Treppe droppen lassen. Aber das ist eigentlich kein wirklicher, das spoilert nicht, weil das haben wir uns auch schon gedacht, nämlich an, dass wir, vielleicht kannst du hier unten was drehen. Wir haben uns das nie richtig angeguckt, aber da ist auch kein... Nein.
Aber das ist ja auch Teil dieser Achse auf jeden Fall. Ich dachte, dass man deswegen vielleicht da unten was drehen kann, aber wahrscheinlich ist es am Ende ganz oben, oder? Aber sehr spannendes, spannendes Design hier. Ja, voll. Nur halt das mega verwirrend. Ja, auch. Naja, so viel gesperrter Kram. Ja. Nee, wir müssen irgendwie wieder hoch, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht in den Chat geguckt, du hast nichts Produktives. Ich habe nichts, ich wollte dann auch nicht weiter reingucken, weil ich dachte, oh, hier rechts war eine, da, das weißt du, ne, dass da was ist? Das ist der Fahrstuhl. Okay, ja, ich zur Sicherheit, ne? Man weiß ja nicht, bei den ganzen Eingängen. Hoch, ja. Also ich habe zwei Sachen gelesen. Die eine ist, Hirnflüssigkeit kriegen wir von diesen Blobs. Was jetzt auch so nicht überraschend ist, weil ja, es sind ja die Gehirne, die irgendwann zu so einem Blob werden oder der Kopf. Leider haben wir ja bisher keinen gefunden, der doch, uns, dieser eine, der uns was geben wollte. Ja, aber wenn, ach, wenn du die echt. Vielleicht, wenn ich die getötet hätte, ja, das kann doch sein. Ja, ich dachte, wir sind so pazifistisch unterwegs. Ich dachte, wir töten keine NPCs. Aber ja, ja, das ist dann wahrscheinlich der, das ist wahrscheinlich der Trick. Also ist das der Trick? Ja, ich bin ja eigentlich bei dir. Weil, also, aber ich hätte jetzt nicht auf so einen Blob eingeschlagen. Ich wäre wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch da rumgestanden. Ja, sollten wir dann nochmal landen? Ja, holen wir die. Holen wir uns die Gehirnflüssigkeit. Ja, wahrscheinlich. Ey, vielleicht ist es ja die Sidequest, dass wir diese Gehirnflüssigkeit zu ihr geben müssen. Ihr geben müssen und dann geht's vielleicht kriegen irgendwie weiter. Ja. Vielleicht macht ihr dann vielleicht. Also, ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal gegen die kämpfen. Vielleicht ist das ja diese Maria. Oder, nee, hat die uns nicht nach auch gefragt, ob wir Maria sind? Ja. Und dann meinte sie, nee, wir sind jemand anders. Aber das ist auf jeden Fall irgendeine Vorarbeiterin. Also, das ist nicht so eine normale, sondern das ist irgendeine Oberhexe auch. Ja, klar, die war ja so ein bisschen, die war mit dem Prozess vertraut und wusste, was sie braucht sozusagen. Die war nicht irgendwie hilflos, genau, sondern die war sie so braucht ruhig. Nur jemanden, der ihr hilft. Genau. Und sie war so ganz ruhig und auch kannst du, warte mal, kannst du dich da droppen lassen da? Guck mal, da ist da sogar eine Leiter. Da ist eine Leiter, ja. Aber war, ja, okay. Aber ist das nicht, nur mal, um sicher zu gehen, dass ich dass nicht wir schon mal hochkamen. Dass das nicht die Leiter ist, aus der ich gerade hochkam, das war die hier, ne? Nee, du hast recht. Oh? Nein, aber Moment. Das ist die Leiter, das die wir immer runtergehen. Das ist die eine Leiter, ist die Leiter, von der du hochgekommen bist. Genau, und hier ist diese Leiter, da wo wir noch nicht waren. Hm. Ja, dann lass uns noch mal gucken, ob ich jetzt zu dieser, zu dem Drop komme, wo der Blob rumliegt und dann muss ich vielleicht den Blob töten. Dann ist das vielleicht einfach so. Da muss ich Blobby vielleicht. Muss er dran glauben. Der kleine Blob. Da auf so einer Ebene war der. War das schon diese hier? Nee. Aber auch, war auch so wenig, so jedenfalls so eine. Und da geht's nochmal einen hoch. Hier ist dann Ebene 3 oder was? Ja, der Chat sagt. Ach, hier waren wir noch nicht. Dasselbe, immer die Treppe rauf. Ja, hier waren wir noch nicht. Kann es sein, dass wir das übersehen? Ja, weil. Oh! Alter, ich hab. 82.000 Seelen, Alter, und direkt ganz oben. Ey, ich hab. Weißt du, warum ich nichts gemacht habe? Weil ich dachte, dass der Schuss nicht höher kommt. Ich dachte, der prallt gleich gegen die Treppe, aber der konnte. Oh, war das dumm. Egal. Ich weiß jetzt, wo wir lang müssen. Das war mega dumm. Können den Chat jetzt machen. Wir sind nämlich. Da bin ich ja runtergefallen. Ich wollte. Oh. Uiuiui. Okay, wir haben noch eine Minute. Das heißt, wir schalten direkt in die Werbung. Danach wird Simon versuchen, die 82.000 Seelen von Nils, die er weggeworfen hätte, als wäre es nichts, ne? Die werden wir versuchen einzusammeln. Und der Nils wird mir dabei helfen. Und wenn am Ende der Simon stirbt, dann darf keiner was sagen. Das alles gleich nach der Werbung. Klar, durchgenommen, Bloodborne, live auf Rocket Beans TV. Schön, dass ihr mit uns seid. Simon hat hier schon mal sich warm gespielt, die ersten 2, 3 Gegner einfach gnadenlos niedergemetzelt. Wir sind hier auf der ersten Stufe. Falls ihr gerade neu dazu kommt, wir haben gerade 82.000 Seelen mit wir, ja, mich da seht verloren. Ich. In einer ziemlich dummen Art und Weise. Aber jetzt ist die Rettungsmission. Stars Team 1, ja. Bravo Team 1, wo du, jetzt kommst du andere Bravo Team. Du bist zu sehr im Resident Evil-Modus. Genau, und jetzt wollen wir da wieder hochmarschieren. Du musst mir mal ein bisschen sagen, wo lang, weil du es natürlich jetzt eben gespielt hast. Ja. Links oder rechts? Nur damit ich nicht die ganze Zeit fragen muss. Ich hoffe links. Ich folge dir erstmal, wenn es falsch ist, Nils. Ist ja nicht schlimm. Nur ich möchte nicht falsch gehen. Ja, und lass dir ruhig Zeit mit den Typen, ne? Also in dem Sinne, überhetzt es nicht. Alter, hast du das gesehen? Ja, ich weiß. Deswegen sage ich dir, also jetzt
Diesmal habe ich sogar gewartet. Kurz, stell dir einfach vor, du wirst diesen Modus zum ersten Mal spielen. Weil das ist nämlich immer der Hauptfehler. Wenn du jetzt nur die Seelen siehst und die Typen nicht mehr ernst nimmst, bist du innerhalb der nächsten 2 Minuten tot. Also spiel einfach so, als wenn du das zum ersten Mal siehst alles. Das tue ich ohnehin immer. Ja. Ich bin froh, wenn ich hier morgens den Weg zur Arbeit finde. Tschüss. Und runter. Auf Wiedersehen. Jetzt werde ich aber nicht mit ihm kämpfen. Ne? Diesmal. Ach, musst du ja nicht. So, und jetzt, warte mal, da geradeaus. Wie sieht das da aus? Guck, wegen den Bodenplatten. Vorsicht, da ist noch so ein... Die achso, redet das ist doch die, ja, die. Soll ich sie? Naja, nö. Ich meine, sie hat auch einen Blubberkopf. Ja, aber sie... Die, ja. Es ist mehr so eine... Sie wartet noch auf Rettung und die anderen haben explizit gesagt, töte mich. Und deswegen denke ich so, die haben uns aber auch nichts gegeben, ne? Nee, aber sie haben... wir sind fein raus, weil wir haben nur ihren Wunsch erfüllt. Und ich denke an die Gehirnflüssigkeit. Ich denke jetzt nicht daran, sie zu killen. Ich denke daran, welcher Blob hat für uns Gehirnflüssigkeit. Ich glaube, das ist der Blob, der auf der auf deiner Mitte stand. Wo der Jäger auch war. Wo ich den Jäger runtergekickt hatte und da war ja der Blob. Der lag da rum. Das war ja schon völlig fertig entwickelter Blob. So, da ist der Shortcut, wo wir runterkommen. Genau, also da. Ach, da unten, ne? Hab ich nicht gesehen. Nee, der ist so gut versteckt. Ja, aber da wären wir ja, also dann. Da genau. Kamen wir okay. Ja. Du bist jetzt in dem Fall da durchgekommen, weil ich die Tür schon aufgemacht hatte, glaube ich. Kann das sein? Ne, die hatte ich schon aufgemacht, die war ja, wahrscheinlich eigentlich ja, zu. Ja, das ist der Shortcut, ne? Genau. Und da geht's dann ja runter. Also ich sollte runter. Und nee, wir müssen weiter hochlatschen auf jeden Fall. Aber war das nicht der Weg über 2 Treppen oder 2x Leitern oder soll ich woanders? Ich weiß wirklich den Weg nicht. Ne? Ja, geh mal. Kann nicht helfen. Du bist da durch die Tür gekommen, ne? Ging's da noch weiter hoch auf der? Nee, das ist nur der Fahrstuhl. Da fährst du wieder runter. Aber da durch, wieder durch die Tür. Müsste ja eigentlich schon, wenn es der Shortcut ist, müssten wir da schon lang, glaube ich. Und da geht's runter, geht's da rechts noch hoch? Dann eben? Ja, Moment. Gucken. Nee, da ist ja nicht. Da waren wir ja schon 100. Ja, dann geht der mal wieder runter und dann nehmen wir den anderen Weg hoch. Irgendwie. Sobald dir was bekannt vorkommt, ja, das soll wahrscheinlich auch so verwirrend sein, ja, weil natürlich alles. Gehen wir mal links jetzt hoch. Oh, das ist jetzt der Weg, wo so viele kamen. Ja, genau. Dann räume ich erstmal hier alle weg. Noch einer rechts. Immer den falschen Moment fürs Timing. Das ist schon, da muss man erstmal drauf kommen. Ups, egal. Oh, noch einer. Das war reines Glück, dass ich das jetzt so mitgekriegt habe. Wenn man da in der Bewegung ist. Ja. Das Geräusch auch, wenn das Schlinger kommt, ey. Ey, warte mal, ist das hier? Ja. Da waren wir, da sind oder? Jetzt, denk dran, das sind Typen jetzt, ne? Nur weil bei mir keine mehr waren. Der kam hier von hinten. War das nicht so einer? War das nicht einer, der hier? Ich höre sie doch schon. Will nicht überrannt werden, von da kommt auch keiner, okay. Hab ich denn die... Moment, ich möchte die Lampe mal, ich hab sie extra ausgerüstet. Ah ja, ja, dann musst du sie einfach nur mit... Und jetzt Vierecke. Und dann habe ich sie, okay, ja. Dann kann ich immer... Genau, so ist gut. Wenn du in so einen Raum reinläufst, ne, ich drück dann immer R1 rein, genau. Weil dann würde er, wenn er irgendwo einer ist, anloggen. Lässt du gedrückt R1, wenn ich dann läufst? Nee, ich drück dann so genau, dass ich halt weiß, er loggt ihn ein, bevor ich ihn sehe vielleicht. Wir müssen die Geräusche aber von oben kommen eigentlich. Ach, das ist die Ecke. Hm.
Shit, hier will ich eigentlich nicht kämpfen. Das ist der Riese, ja. Voll reingerannt. Wie habe ich das geschafft? Mich mit ihm gedreht. Ja. Das war so böse. Der hat einfach gar keinen Bock mehr. Die Schnauze voll. Der war dann... Okay, das liegt am Schwert. Der war echt irgendwie schwerer, als ich das gedacht habe, weil ich nur da mit dem kleinen Schwert... Hoch dann, ja. Erstmal alles durchschauen, die haben wir wahrscheinlich schon geschaut. Ja, nee, ja, hier, ja. War da, hier war das, ne? Ja, ja. Aber du bist da nicht runter. Oder da hoch, lang? Ich bin mir nicht mehr ganz so unsicher. Okay, die müssen wir aber uns kurz mal merken. Ich glaube, ich bin hier hoch. Da, wo der Riese ist, ist noch eine Leiter. Ah, der Riese ist eine Leiter. Und dann da hoch. Das hier auch? Ja, da geht's nämlich hoch und da sind wir richtig und da oben ist dann der Opa. So, und dann machst du am besten nicht den gleichen Scheiß, den ich gemacht habe. So, oh, der macht die sogar platt für uns. Sehr geil. Was könnte man denn da jetzt besser machen? Du bist ja auch hochgerannt. Hey! Der Opi hat den Job für uns gemacht. Nein, also das Ding ist, was ich falsch gemacht habe, ist, ich bin nicht gelaufen. Ich bin gegangen und auch nicht gerollt, sondern ich dachte, okay, der Winkel, der kriegt mich gleich nicht mehr. Und zu ihm kannst du aber auch nicht, weil dazwischen eine Lücke war, ja, oder? So war das doch. Also rennen. Ja, rennen, ich glaube schon, das sollte reichen. Werde ich zur Sicherheit nochmal volle Energie machen. Das kleine Schwert. Okay, ich renne. Ja, wann schießt er? Ab hier? Ja, der hat die komplette Treppe da, wie sie, alles klar. Es ist ganz schönes Risiko, gell? Wir haben 100.000. Haben wir nicht Fernkampf? Haben wir nicht. Okay, ich renne. 3, 2, 1. Geronimo! Geronimo! Der kann sich gar nicht so schnell drehen. Okay, das war dann doch einfacher als gedacht. Aber ab jetzt ist hier anscheinend kann ich Territory, jetzt ne? Hier. Was? Wo? Wer? Keiner. Kann ich den von hier erwischen? Den Opa? Ja, ich meine. Scheiß auf den Opa. Der hält uns andere Sachen vom Leib. Ja, das ist eigentlich, aber siehst du, jetzt komme ich von hinten. Das ist schon okay so. So, das ist fünfte Ebene, glaube ich. Da ist eine Tür. Mach den Opa. Jetzt habe ich wieder Angst vor irgendwelchen Fallen. Das ist eine Falle, oder? Das sieht schon so aus. Ja, definitiv Falle. Nein! Cool. Ach, schau mal. Da ist der Blob. Oh, jetzt hab ich die zweifelhafte Ehre, den Blob zu erledigen. Oh. Und? Hirnflüssigkeit! Was passiert jetzt? Vorsicht, passiert irgendwas? Lady Maria? Nee. Hat uns das überhaupt nicht übel genommen? Das ist okay. Soll ich jetzt noch mal hauen? Brauchen wir mehr als eins? Eins reicht. Also behaupte ich jetzt, ist doch gut. Dann, Jetzt könnten wir eigentlich langsam wirklich mal zurück, ja? Oder? Also, ja, ich weiß es nicht. Ich würde gerne noch an eine neue Laterne kommen, bevor wir zurückgehen. Oder zumindest ein Shortcut. Also, da ja. Auf dieser Ebene, jetzt sind wir wieder auf 4. Ah, erst wieder hoch, ja. Stimmt. Ja. Da links ist. Also, du meinst den ja. Das muss wohl der Weg sein, ja. Also, da kommen wir jetzt nicht wieder. Da ist ja der Schacht. Nee, Moment, das ist der falsche Schacht. Welcher Weg war denn jetzt? Ja, wir sind jetzt ja runtergefallen. Fallen. Wir sind runtergefallen, ja, aber. Genau, jetzt müsst ihr. Wir waren ja auf dieser Ebene schon. Treppe wieder runter, meine ich wahrscheinlich. Oder was? Nee, auch nicht. Denk an. Ja. Da runter. Und dann droppen dahin. Droppen lassen, dann müssen wir den ganzen Weg noch. Egal. Ja, wenn aufgeräumt ist, ist ja nicht so schlimm. So. Also, ne, wenn die Typen nicht da sind. Die Ratten, der stimmt, die hätte ich auch schon wieder vergessen. Ratten aus dem Nichts. Aber echt? Okay, hier oben ist kein Weg, da komme ich nicht durch. Genau. Dann kann ich mich irgendwo cool fallen lassen? Auch nicht.
Nee, will ich nicht mal. Du bist ganz unten. Jetzt müssen wir halt zu der alten, beziehungsweise wir können ja nochmal gucken, noch mal, was da oben ist, wenn wir dann halt nochmal hochkommen. Ah, hier ist doch. Nee, hier ist der Sonnenblumenmann, ja, ja, oder? Sonnenblumen, hier ist nicht die alte mit dem. Nee, nee, nee. Das ist der. Wollen wir dann aber erstmal zu ihr? Ja. Die ist bestimmt auf dem Weg, oder? Hatten wir die schon? Nee. Nee, 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 die sind alle voll kaputt. Und ich habe ja die Tür aufgemacht. Vielleicht hast du sie so schnell gekillt, ja, dass man es gar nicht gemerkt, ja, hat. Ja. Aber das ist ja das widerlich, wie die hier rumlaufen. Die sind hoffentlich werde ich jetzt nicht von hinten. Stufe weiter degeneriert. Da ist eine Tür. Wie geht die auf? Nee, ne? Einmal kurz einen Rundgang. So dunkel immer hier. Ach nee, das ist nur ein Vorhang. Das ist der Vorhang. Ach, das ist die Vorhangskiste. Ja. Plunk. So. Da ist die Leiter. Ja. Wollten wir denn die Leiter hoch? Ja. Ja, mal, was da ist kommen da wir hinter zu dir nochmal? Liften. Meinst das hier? Ist auch nur Vorhang, naja, ja, hier in der Ecke, nee, ist auch noch was. Das sieht dann immer aus der Entfernung aus wie ein Durchgang oder so, aber es ist alles. Ist alles nix. Da ist sie, oder? Ja, ist sie das nicht? Ja, diesen. Nee. Ah, du meinst dahin, ne? Nee, die sitzt in einem anderen Raum. Ja. Okay. So, kein Aufzug, sondern hier vorne weiter und dann die Treppe runter. Ja, wir sind auf eine andere Ebene. Guck mal, der lebt nämlich noch. Hau noch mal. Nee, wieso? Nee, weil solange er so noch zu Boden sinkt, kannst du noch mal Energie zurückgewinnen. Ach, ich kann die Leiche auch noch verprügeln. Ja, ich glaube, solange der so fällt oder so, dann ich hack dann immer weiter und ich meine, es bringt was. Ja. Wäre cool, wenn. Okay, so. Hier waren wir eben schon mal. Müssen wir auf die andere Seite einfach? Um nochmal ganz hoch zu kommen, ja, müssen, meine ich schon, ja. Um nochmal da auf das Ding raufzukommen. Also eine Leiter nach oben. War das hier geradeaus der kleine Gang dann in der Ecke oder verwechsel ich das mit einer Etage tiefer? Nee, 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 ich glaube, wir müssen wahrscheinlich runter. Da, die Treppe. Wie sie es schaffen mit ein, zwei Fallen, dass du permanent Angst hast. Dann würde ich jetzt hier erstmal wieder hoch. Ja, wir laufen denselben Weg nochmal, aber wir hatten ihn ja jetzt auch schon. Wir kriegen das hin. Hier. Da vorne. Da leben wieder welche. Vorsicht, ne? Da sind schon ein paar mehr hier. Das ist die Stelle. Ja. Ist da nicht auch eigentlich hier einer am Rand? Nee. Na, du bist da auch nicht, wohl noch nicht lang gelaufen. Du hast recht, dann muss ich da jetzt auch nicht lang. Warum soll ich das Risiko jetzt eingehen? Der alte Mann, den suchen wir. Irgendwas ganz Grundlegendes übersehen, was dieses ganze Areal hier angeht. Wie können wir uns denn knallhart so häufig verlaufen? Hier ist ja einfach nix in diesem Raum. Ah, da war die Leiter. Doch. Da. Das ist sie. Ja. Wir sind richtig. Also, genau, jetzt kommt hier diese Kiste mit dem Typen, der da oben liegt. Ja. Ey, der Moment wird kommen, wo wir da hinkommen. Eines Tages. Da, wo das ein normaler Typ. Genau, und da. Der müsste jetzt weg sein. Ja, das war der Fette. Der Fettmops. Hier links ging's runter. Ja, ja, da geht's weiter. Ey, Entschuldigung, aber. Das ist richtig. Ja, ja, ich weiß. Ich will nur eine. Vorsicht, ach so, ich dachte. Oh. Bevor wir jetzt. Vielleicht ist das ja eine. Ist das eine Abkürzung? Könnte es nicht sein? Wie immer, ich. Ich habe ein bisschen Angst, mit denen zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Wenn ich da so einfach so runtergehe,
Kann ich die nicht anvisieren und dann springen? Bestimmt. Verliere ich dann Energie wahrscheinlich, ja. Das ist auch noch, Alter, zu viele. Ja, ja. Auf okay, gar keinen. Das sind halt ich so 100 nicht. Stück, aber. Ich möchte es mal probieren. Ich meine, dafür haben wir die Molotows, ja? Wenn ich. Oder? Warte mal. Ja? Nee, probier mal, die anzulocken, dass sie die Treppe hochkommen. Wenn du dieses. Mit den Kieseln? Wir haben so einen Cocktail, so ein kräftiger Blutcocktail. Und wenn du den direkt da vorne, wo die Leiter beginnt, aber auf deine Ebene meine ich jetzt, nicht runterschmeißen. Ja. Vielleicht kommen die ja die Leiter hoch und dann kannst du die einzeln da runterkicken. Also eher hier so. Ja. Fuck. Vielleicht sind es auch gar keine Bestien, ich weiß es nicht. Ja. Ah, ich probiere es einmal mit Kiesel. Ja. Machen wir, wenn wir werfen, einen Schritt nach vorne? Ich habe Angst. Ja, er macht einen Schritt nach vorne, oder? So einen kleinen. Ja. Und hier? So geht's, ja. Kommt hoch? Ja. Oder? Nee. Aber ich habe ihn immerhin von der Leiter weg. Alter, Baseball. Gut, dann gehe ich da weg. Okay. Angst, dass jetzt wieder was passiert. Aber ich probier's. Oh. Das ist alles eine einzige Enttäuschung dieser Items. Was von da? Kann man nur da oben, ja. Wenn man auf einer Ebene ist, kann man die machen. Oh, ich sehe dich schon darunter fallen gleich. Wenn ich's mache, bist du dann böse? Quatsch. Jetzt kann ich. Komm, ich geh jetzt runter und hau die zu Klump. Da ist ein Durchgang. Das kann man doch. Okay, von hier. Einmal nochmal von hier. Na! Das muss aus Versehen schon langsam mal geklappt. Nicht. Direkt unter dir ist auch einer. Direkt unter deinem Fuß. Ich will's wissen! Okay, ich lass es. Ich will's. Ich lass es halt einfach jetzt. Dann halt nicht. Ich gehe da doch nicht runter. Bin nämlich völlig bekloppt. Der war mit Sicherheit war da die Abkürzung. Und da die Treppe einfach wieder. Da müsste jetzt ja alles weg sein, bis auf den. Doch, der Opa ist auch weg. Okay. Man darüber springen eigentlich? Muss man ja gar nicht, wir waren ja schon da. Haben wir hier alles abgesucht? Noch nicht, oder? Wir waren hier. Also du warst hier. Wir haben gegen den alten Mann gekämpft, genau. Und dann. Aber zum Beispiel hier. Ja, die müssen wir vorne aufgemacht. Ah, nee, doch nicht. Das ist cool. Oh, komm, ja, warte, das du kannst ist da raufgehen. Natürlich, aber. Ich dachte, das kann nicht ernst sein jetzt. Jetzt haben wir den zweiten Fahrstuhl auf. Oh, da war was, hast du gesehen? Nee. Da war eben ein Gang. Ja? Wir müssen ja jetzt eben. Lass uns wieder hochfahren einfach. Achte mal hier drauf. Da kannst du da reinrollen. Siehst du? Oh, geil, da kannst du reinrollen. Ist ja geil. Lass uns das mal machen. Vergessen wir es am Ende wieder. Hol! Ja! Oh! Ach nee, ich weiß, wo das ist. Ach, ah! Scheiß. Nee, ich auch. Scheiße, man, genau die Ecke, wo wir nicht hin. Oh. Aber na, kannst du da. Nee, mal ne? Runterspringen? Warte, ist der Fahrstuhl runtergefahren gerade, oder? Du meinst, dass es nicht so hoch ist, sondern dass man. Oh, ja, das guck sieht mal, gut geil, aus. Da kannst du sogar rein in den Fahrstuhl reindroppen. Na geil. Das haben die schon extra gemacht. Ah. Sehr schön. Okay, jetzt sind wir ready. Da ist auch nichts mehr. Der doppelte Schock ist erreicht. Wie grunzt ihr da immer drum? Oh, das ist ein Riese wieder. Also ein wütender. Ja. Sollte doch wieder runterfallen. So. Ah.
ein kleiner Choleriker. Jetzt hat er sich wieder. Der ist einfach richtig. Ich kann mir richtig vorstellen, es gibt ja in jeder Gruppe immer einen, der so ein bisschen empfindlich ist mit den Nerven, oder? Der so relativ schnell. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Jetzt ist ein, jetzt ist er noch böse. Ich habe sogar die 3000. Es ist super. Jetzt hat er einen Grund, böse zu sein. Nächstes Mal mit seiner Krücke kann er das sagen. Okay. Wie du diesen einen Jäger gekillt hast, das ist einfach fantastisch. Einmal schwing. Schwing. Tschüss. Respekt gekriegt. Jahrelang hat er da gewartet auf den Moment. Dass sie für mich jetzt nicht oben sind. So, hier ist jetzt Endgegnerkampf auf den. Auf den Zinnen, ja. Okay. Hätte sehr gerne jetzt eine Lampe. Kannst du die Lampe in die Hand nehmen? Nee, ich meine, das weiß ich nicht. Oh, ich geh die Gitter. Oh, noch die. Was da? Was passiert eigentlich, wenn die da runterfallen? Und zumindest nicht mehr, siehste? Und jetzt? Die sterben? Ja. Gab es 653 Seelen für einen so einen Raben? Ja, die beiden Ratten. Ich würde eigentlich gerne, wo habe ich Platz? Wenn ich da vorne renne, da vorne ist doch. Da ist doch eine Möglichkeit. Da ist auch ein Viech vor allen Dingen. Da ist ein Gegner, ja, aber ich will. Und da war auch eine Leiter, ne? Hast du gerade gesehen? Aber mal das gucken, ob die Ratten. Wie sie aussehen. Diesen grünen Augen. Du hast den zweiten auch noch vorbei. Jesus, haben sie Augen. Das ist eh so ein Thema. Wenn jetzt kommt bestimmt auch wieder so ein Ratten. Da ist der Schalter zum Umlegen der Treppe. Meinst du, ich sollte ihn jetzt, weil dann komme ich nicht mehr zurück. Lass mich vorher nochmal da auf die andere Seite. Die haut ihn. Pass auf. Listen close. And you too will hear the sound of water. Wir haben diese Säcke ihnen schon über den Kopf gemacht. Oder das gehört nicht zu der Verwandlung, sondern das ist, damit man nicht sieht, was da passiert. Ja, wenn ich das richtig sehe. Oh! Die Raben. Angriff. Der Raben. Immer nur die Brocken. Da kommt die Rattenkolonne wieder. Singen mit so einem feisten Lied auf den Lippen noch. Hi ho, hi ho. Hallo, hallo. Wir sind rattig und froh. Oh, da ist ein Treppchen. Mhm. Schön, haben wir das toll gemacht. Eine Ebene höher. Tschüss, ihr Ratten. Boah, jetzt sind wir aber wirklich ganz oben. Er hier fühlt sich wie der König der Welt. Ja, jetzt überlebt. Schade. Na. Da ist noch so ein. Ah, noch so ein Gehirnsaftspender. Glaubst du, man muss einfach mehres? Ja, vielleicht will die ja wirklich mehr als. Oder vielleicht braucht man den Saft auch noch für was Eigenes. Kraft. So, leeren Gehirnsaft. Das kann nur noch so eine feuchte, nasse Masse da drin sein. Mhm. Oh Mann, und sie können nicht sterben. Weißt du, ich meine, wir haben ja noch nie probiert, mehr als einmal drauf zu haben, weil wir gedacht haben, wird schon nicht mehrfach zu melken sein. Ja, wer weiß das schon? Jetzt runter wieder. Ich habe irgendwo. Hoffentlich in neuen Arealen gleich. Eine lange Treppe. Leiter. Ah, das ist einfach, da sieht man wieder, wie toll das Level-Design einfach ist. Das passt am Ende alles zusammen. Ja. Und man kennt sich sogar aus, man erkennt nach einer Weile die einzelnen Ecken. Wir sollten den Mund nicht zu voll nehmen. Ja, okay, aber. Vielleicht hängen wir wieder ein bisschen. Das mag er, aber das sollen wir ja auch. Oh, da ist ja noch jemand. Kack. Ah! Was? Hast du auch, ne? Du dachtest auch, der wäre durch. Ein Blutfiole. Einschlag, Dunstblut, Edelstein. Was ist denn das hier für ein Kran? Hier was machen? Kran, Hund droppen vielleicht? Nee, auch nicht. Aber war das vielleicht nur für das Item? Hoffentlich war das dann auch mega geil. Das müssen wir uns später mal angucken. Ja, wir haben auch wieder viel eingesammelt zum Umbau. In der Schmiede.
Oh, oh. Ich dachte, es wäre ein Geist. Es kam so. Und drei Stück. Bin auch schon ein bisschen böse. Ja. Oh. Sehr gut. Oh. Nein! Der hat mich voll darunter gewetzt. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe keine Ahnung warum, aber es ist nicht ganz so weit oben. Also du könntest da hinkommen und die 120.000 Seelen holen. Es wird immer spannender. Ich mag das. Der Einsatz wird immer geiler. Das sind drei Schweineruns. Das ist nicht so viel. Ja. Am Ende des Tages ist es Schweineruns so sind drei. Das ist nicht so schlimm. Oh, ja, will ich mal gucken, wie der Chat da sich jetzt ärgert für mich. Ja, noch ist es nicht vorbei. Noch hat der Nils es nicht geholt. Jetzt kurze Frage, weil wir eher am Wechseln waren. Ist Werbungszeit oder wie meint ihr es, Regie? Weil wir kriegen das Kratz ist richtig angezeigt. Wir machen weiter, okay, ja, dann direkt nahtlos. Was ist denn da los jetzt hier? Was bist du? Oh, hello. Not a pretty sight, is it? The true face of the blood-worshipping, beast-purging, healing church. But that's not all. You seek the secrets held by the nightmare, do you not? Then here's what you must do. Climb the astral clock tower and kill Maria. She hides the real secret. Okay. Go on. She hide. Okay, Kommt mir auch mal vor, als wären wir in einem Traum, in einem Traum, in einem Traum oder so. Man ist immer irgendwie, man geht noch eine Ebene weiter und ich weiß gar nicht mehr, wo wir eigentlich storytechnisch gerade sind in dieser DLC-Welt. Du hast gerade noch mal nachgehauen und es hat noch mal was gebracht. Gut zu wissen. Ja. Ah. Okay, die sind auch festgebunden. Die werden dann immer mehr zu Würmern. Ich bringe aber ganz schön viele Seelen. Dafür, dass sie eigentlich nichts können. Hier ist die Dame. Oh, dann machen wir das jetzt erstmal, ja. Please, I need geben. Oh, thank you. You're terribly kind. Ey, irgendwas Schlimmes passiert trotzdem. Das wird nicht so sein, dass sie uns jetzt Freude bringt. Dann ich brauche wirklich nicht noch mehr Hirnflüssigkeit. Oh, it's wonderful. Oh. I hear the sticky sound. Ich hab mich mal lieber um. Oh, I know. Will you have my blood as thanks? Oh. I'll have you know, I was once a blood saint too. That makes me happy. But I cannot move. Look, on my right arm. I'm sorry to trouble you. Ey, ganz ehrlich, irgendwas Schlimmes passiert jetzt. Ich spüre es. Weißt du, sie wirkt auf mich. Ja, wir haben ihr Blut. Okay, Adeline. Adeline. Oh, there you are. Don't be greedy. As they say, fear the thirst for blood. I should know. I want... Ja, gut. Dann lass uns mal anschauen, was sie uns da gerade gegeben hat. Vielleicht ist das ein Blutritual-Item. Nee, warte mal. Adeline ist Blut. Erneuert GP und regeneriert dann eine Zeit lang GP. Kann man nur einmal benutzen, oder? Nehme ich an. Ja. Das ist eine Forschung. Um würdiges Blut zu entwickeln. Von der Kirche behandelt, um würdiges Blut zu entwickeln. Adeline war in der wenigen Fälle, die vorteilhaft ausging. Naja. Geht so, ne? Okay, also man kann hier wohl das Blut auch farmen, nehme ich an, bei ihr. Wahrscheinlich darf man es nicht zu viel machen. Ja, ich meine, man hat gerade gesagt, wieso nicht zu greedy werden. Ja, aber ein zweites Mal, also ein Nachschlag, also ein Nachschlag ist doch nicht greedy. Also, vielleicht, geh doch nochmal hin, nimm doch nochmal einen. Ich habe mich schon einmal schon gefragt, und hat sie halt gesagt, werdet nicht gierig. Ja, aber was hat sie denn dazu sagen? Das entscheidet ihr doch, ob sie uns unser Blut so. Das stimmt, ja. Eins hat sie nicht zu melden. Ja. Der Chat hat eben im letzten Blick, habe ich noch gesehen, mehrfach darauf hingewiesen, dass wir doch mal die Beschreibung von dem Moonlight Sword lesen sollen. Weil wir wissen das mittlerweile, ihr habt es letztes Mal uns schon gesagt, das stammt ja aus. Ist es Demon's Souls oder Dark Souls? Aber das stammt auf jeden Fall aus dieser Welt. Mhm. Das
zuhört? Ja. Mondscheinenschwert? Ah, die leben ja noch! Was ist da aber mit, was spritzt der denn da? In seinem Samen. Ich hab voll vergessen, dass die Typen ja noch leben, alle. Um ehrlich zu sein, ich werde da jetzt auch völlig reingehen. Da ist noch einer. Einen kriegst du noch. Oh, laut Chat sogar eigentlich aus Kingsfield, was ja der Colin bei uns lange Zeit gespielt hat. Eieiei. Ey, jetzt muss ich mich auch dran gewöhnen, dass hier wieder alles voll ist. Mit Feinden. Ja, ich. Wir haben so schön aufgeräumt. Wir waren da so alleine schon. Ja. Okay. Nils. Wichtig ist, ne, dass du dich jetzt nicht, dass du nicht die Seelen vor Augen hast, sondern dass du dich jedem einzelnen Kampf stellst. Wenn du da einfach reinrennst, ja, und jetzt nicht drauf achtest, dann bist du in 2 Minuten tot. Ein vor langer Zeit von Ludwig entdecktes arkanes Schwert. Wenn blaues Mondlicht um das Schwert tanzt, kanalisiert es den abgründigen Kosmos und schleudert eine schattenartige Lichtwelle fort. Gute PR hat das. Das heilige Mondlichtschwert steht für Ludwig. Die heilige Klinge jedoch haben nur wenige die großartige Klinge zu Gesicht. Was? Ich hab's völlig falsch betont. Jedoch haben nur wenige die großartige Klinge zu Gesicht bekommen. Welche Führung aber viele sie zu spüren. Ja. Viele haben sie zu spüren bekommen. Ja, die ist. Persönliche Schwert fast. Ja, naja. Ist ganz geil. Also, ohne dass ich jetzt weiß, denke ich, das ist ein magisches Schwert und wir haben ja relativ niedrige magische Skills. Also, würde ich jetzt sagen. 16, 12, skaliert B mit. Arcana, aber die Voraussetzungen sind so nicht. Ah ne, warte mal, das war ja die. Ich bin ja so mega dumm. Da, heiliges Mondlichtschwert. Ja, Arcana 14. Wir haben nur 9. Okay. Ja, nicht verbergen, dass ich komme, ne? So. Eieiei. Ah, ja. Ja, falls sich jemand fragt, ich bin. Achtung, ne? Da vorne. Ey, lass sie irgendwann mal auslösen. So, jetzt haben wir natürlich die Treppe verschoben. Sodass das jetzt hier nicht mehr hochgeht. Und ich mich natürlich jetzt gerade frage. Guck mal, hier geht's dafür weiter. Das ist neu. Vorsicht, das ist die Ebene mit den Fallen, nur dass du. Da rechts sind ganz viele. Ja. Bitte lock die einzeln. Bitte, Nils. Der eine hat schon gar keinen Kopf. Es sind so viele. Keine Panik. 120.000 Seelen. Hm. Ah, der eine rechts hat ganz furchtbaren Juckreiz. Oh ja. Ich muss Alpizin nehmen. In der falsche Richtung weggetroffen. Oh, der kommt! Hälfte ziehen die dir ab mit einem Schiff. Ey, ist das. Vorsicht! Falle. Das haben wir auch leider noch nie benutzt. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir mal in Zukunft aber den Kram. Ist das, was einen unsichtbar macht? Ja, vermeintlich. Also, wir haben es einmal bei einem Endgegner benutzt, ohne Wirkung. Alter, nur Säcke. Nur noch Säcke. Aber die sind aggressiv. Gehen wir kein Gehirn sucht? Ey, wir haben hier so viel Blaues, vergrößerter Kopf. Wenn hier so viel
Los Exe geben, da muss man auch irgendeine Verwendung für haben, oder? Form wabbelt. Wo ist denn der vergrößerte Kopf? Das ist doch keine Waffe wahrscheinlich. Was ist das? Eine Anziehsache? Oder habe ich das gerade übersehen irgendwo? Doof. Wo ist der vergrößerte Kopf? Da! Ja. Vergrößerter Kopf. Das ist lustig. Der vergrößerte Kopf eines Patienten in der Kathedrale mit einer Öffnung, die zufällig den Kopf. Mhm. Ja, ekelhaft. Die klebrige Geräuschachten tropft wie Wasser, das langsam stetig aus den Tiefen nach oben sickert. Eines Tages probieren wir das mal aus. Aber das muss jetzt ja nicht jetzt sein auf der Suche nach den Verlorenen. Die Frage wäre auch, was man dadurch gewinnt, ob man da irgendwas hat. Einsicht oder so. Ja, das. Ihr könnt, glaube ich, die restlichen. Da wabbelt was. Wir können die restliche Hirnflüssigkeit der Dame weitergeben. Vielleicht gibt es da dann jedes Mal wahrscheinlich gibt es dann da. Immer eine Fiole. Ja? Okay. Bei dem ging es nämlich nicht. Na gut. Das hier war wohl nichts mehr, ne? Dann gehen wir da mal wieder hoch. Ich weiß auch nicht, auf welcher Ebene du gelandet bist, muss ich ehrlich sagen. Weißt du das noch? Du bist ja runtergefallen. Einfach nur gefallen, ja. Man weiß natürlich auch nicht, hat vielleicht irgendein Wesen. Okay, hier bist du aber lang. Ja, hier sind die Raben. Ja, stimmt. Aber die der Kiste. Rabe, hat der leuchtende Augen? Nee. Gelbe. Standardgelb. Ja. Ja. Da bin ich hoch. Da war der Wahnsinn, wie er runtergefallen ist. Der ist jetzt vielleicht auch wieder da. Oder ist er da unten? Ist der, warum ist der? Ach ja, weil sich ja alles verschoben hat. Ah, okay. Boah, das findest du doch nie mehr. Aber hier oben war auch nichts mehr, oder? Eigentlich nicht, wir sind von da oben ja eher runter. Also, könnte natürlich mich jetzt da unten... Der ist aber auch nicht ohne. Naja, ich weiß, ich kann mich auf den fallen lassen und dann müsste ich den irgendwie einfach mal töten. Jemand meint, es wäre oben, also weil die Seelen dann vielleicht oder das Blut dann immer oben dem Gegner... Weiß es leuchtet nicht. Irgendwas? Nee, was ist denn? Der Rabe ganz hinten hatte eure Seelen. Der Große hat leuchtende Augen. Das scheinbar schon. Die Raben hinten scheinbar. Doch, ja. Vielleicht einer oben oder einer unten. Ich nehme einen unten. Danke, Chat, falls das stimmt. Da hinten einer? Echt? Ja! Ja, siehst du? Der Drecksrabe hat 120.000 Seelen gebunkert. Ich habe übrigens eine. Mach du erstmal. Dann habe ich eine schöne Lore für dich. Oder Lore. Und zwar, weißt du, was die Kiesel eigentlich sind? Trockene Augen? Verdammt. Ja. Ja? Ja, weil die Raben natürlich immer die Augen naschen. Und scheinbar gibt es ja ein Überangebot an Augen hier. Ah, Augennascher. Und deswegen haben die immer ein Auge in der Tasche zum Naschen. Oder beziehungsweise ein genaschtes Auge im Magen. So. Also, mein lieber Freund Simon Kretschmar. Was jetzt ja vielleicht noch begehbar sein könnte, ist diese große Tür. Ich glaube, du hast mir das schon mal erzählt, deswegen wusste ich das. Ist okay, mach's doch nochmal. Also, im Moment, du warst so enttäuscht, dass ich das wusste. Ich glaube, du hast mir das nämlich schon mal erzählt. Genau, was ich sagen wollte, den müssen, können wir wahrscheinlich ignorieren. Es gab ja diese eine Treppe, die endete vor dieser großen Tür. You remember? Ja. Und diesmal, das war in der Mitte irgendwo, oder der vierte Stock oder so. Das, also oder dritter? So, ja, nicht so ganz weit oben. Jedenfalls, da müsste ja theoretisch dann jetzt dass die Tür begehbar sein. Also. Das heißt, wir müssten es runter dann aber. Aber du bist doch gerade von unten gekommen. Wärst du da nicht automatisch daran vorbeigekommen? Vielleicht ist das noch nicht der Finale, aber du hast ja schon gedreht. Nee, ich bin aber im Fahrstuhl gefahren. Ich bin nicht die Treppen gegangen. Okay, dann ist das Rätselslösung. Ja, mal gucken. Weil du könntest jetzt auch mal kurz in der Hunter Stream.
Und dann startest du eh unten. Ja, aber stimmt. Da ist die Treppe. Also ganz, die Tür, ganz ja. sicher ist da eh irgendwas ja. Fettes hinter. Also, wenn du es aufmachst, sei bereit, dich zu teleportieren. Das wäre ein Wunsch von mir. Also ich kann gerne jetzt einmal nach Hause gehen und dann müsste man ja auch von unten rauskommen, oder? Wenn du dich damit wohler fühlst, da geht's dann. Da geht die Treppe hoch. Oh, wir können übrigens weiterdrehen. Noch. Irgendwie logisch. Aber das heben wir uns auf. Aber da ist ja jetzt die Tür. Jetzt ist perfekt, das ist doch gut. Die Frage ist, ob man auch. Gibt es da einen Zugang auch? Warte, dafür muss ich mal weiter nach hier. Du meinst die, das hintere, ne? Was man sehen kann, da geht's wieder. Ja, doch da, ne? Ja. Jetzt muss ich nochmal genauer. Da auch schon, um sicher zu sein, dass wir jetzt nicht. Okay, genau, da geht's. Zack, die Treppe von der Ebene da hinten. Das ist. Da müsste man dann irgendwie hochkommen. Ja, ich kann ja nach Hause fahren und da wieder aufwachen. Dann gebe ich die Seelen aus und dann gehen wir durch die große Tür. Zack. Bin ich mal gespannt, was dahinter ist. So, danke für den Tipp, lieber Chat. Das muss jetzt aber auch reichen. Ich habe den Chat jetzt wieder runtergedreht. Turn it down, Chat. Turn it down. Da-da-da-da. Mann, 130.000. Das sind ja zwei Updates. Zwei Level-Ups, Mann. Och, ach nee, jetzt muss ich wieder nach Hause. Oder 20, wenn du anfängst. Genau. Wie heißt eigentlich diese Lampe hier? Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, dass in der anderen Richtung waren ja auch noch Sachen. Diese beiden großen Riesen. War auf dem Weg zum Endboss damals. Und dieser Blutfluss, wo man so runtergucken konnte. Also da waren auf jeden Fall noch. Ach nee, wo gehe ich denn hin? Da waren noch so ein, zwei Sachen. Das sollten wir nicht vergessen am Ende. Oh. Welcome home, good hunter. Dankeschön. I must have dreamt. What is it? Das ist kein Problem. Very well, let me. Let me. Oh. Machen wir so? Ja. Ach, ey, das passt ja perfekt. Richtig gut geworden mittlerweile. Guck mal, 402 übrig. Das ist ja eine Punktlandung. Wir brauchen aber noch ein bisschen was für unsere Waffen, um das gleich Blutedelsteine und so. Wir können ja leider immer noch kein Level-Up machen. Wir könnten uns eine dritte Waffe langsam mal aufleveln, einfach nur aus Bock. Bevor wir am Ende sind irgendwie. Mhm. Aber, oder halt vielleicht eine Pistole. Gäbe einige Sachen, die Edelsteine erstmal. Bam, so. Tja, nix. Alles gibt's doch gar nicht. Ja, vielleicht. Auch nicht. Ey, wir sind verdammt gut. Möchte meinen. Aber noch ein drittes. Okay, nehmen wir. Mäßigungsdunstbrutschein, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Geil. Aber immerhin, ne? Immerhin ein bisschen besser. Was haben wir eigentlich für Dinger hier? Brauchen wir noch irgendwas anderes? Da könnten wir auch noch mal gucken jetzt. Eine Tiefseerune. Die ist schon mal geil, glaube ich. Maximale Ausdauer finde ich auch mega geil. Finde ich auch gut. Ja, also ich finde das. Wir haben die ja schon ganz gut. Hier, die Kommunion-Runen. Du könntest noch eine Kommunion. Du könntest drei Kommunion-Runen nehmen, dann haben wir mehr Violen. Ist für die Endgegnerkämpfe natürlich schon geil. Das stimmt, wobei mehr Ausdauer natürlich auch über Leben und Tod entscheiden. Ausdauer ist cool, aber zum Beispiel erhöht jegliche Resistenz gut, ist auch nicht doof. Ne? Nichts davon ist doof. Nee, ist alles geil. Aber so ein, zwei Fiolen mehr würde mich schon interessieren, um ehrlich zu sein. Naja. Kann schon mal so. Feuerschwanz so. Langsame Gift. Ah, okay. Das ist je nachdem, wo man, in welches Gebiet man ist. Ne? Ja, Gewinnungs. Ach, wenn man. Das ist auch geil. Das ist die Health, die du wieder bekommst, wenn du zurückschlägst. Um 20% erhöht. Ah, also das Potenzial, das ist auch nicht schlecht. Könnte viel ausmachen. Verstärkt vorübergehende Transformationseffekt. Ja, ich finde es jetzt okay, wie es ist. Aber wir haben jetzt sogar noch eine Fiole mehr, 24. Im Bosskampf. Hä? Achso, weil die jetzt natürlich. Willst du noch Blitz- oder Feuerpapier kaufen, wenn wir schon hier sind? Können wir machen, ne? Nee, nicht lagern. Ich will die aus dem Lager rausholen.
Hast du doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wie kann das sein? Oh. Ja, haben wir denn noch so? Ja, ich meine, du hast es jetzt, ne? Kannst auch. Ja, wir haben Rasens Kaltblut, da noch, davon können wir Blitzpapier holen, ne? Aber auf der anderen Seite, wir gucken uns den Boss erstmal an und dann, und dann können wir, glaube ich. Ich dachte nur, da müssen wir wieder zurück in den Traum des Jägers und so, aber das ist jetzt auch nicht so relevant. War das hier? Nee, ne? Albtraumfront. Ah, nee, warte mal, das war da hinten. Der andere Stein. Ne? Können wir auch gleich mal gucken, wie weit wir. Jawohl, zwei oder drei haben wir nur bisher. Was war das, ne? Unterirdische Leichen und Forschungshalle muss das ja sein. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück und dann gucke ich mal, ob ich da durchs Tor komme. Da bin ich mal gespannt, was dahinter ist. Und wenn da tatsächlich schon ein Boss ist, dann können wir ja, haben wir ja Möglichkeiten, uns erstmal den anzugucken und dann. Ja, ich finde nur, die Bestienbluttabletten haben super geholfen. Ja. Letztes Mal die, die Blitz und die. Wir nutzen das ja dann eben nicht immer, aber Endgegnerkämpfen finde ich total geil. Ja, doch, die waren super, die Bestienbluttabletten. So, first try. Nein, wir gucken es dir nochmal an. Erstmal muss ich jetzt schauen, ob wir da so richtig hochkommen. Also auch die Tür da hinten zum Beispiel noch gar nicht, ne? Also, ich weiß nicht, ob wir da jetzt hochkommen, wie ich mir das vorstelle. Muss ich hier nämlich. Naja, ich weiß es nicht. Könntest hier jetzt nochmal Hirnsaft abgeben? Guten Tag. Oh, doch nicht. Ja. Ja, ich dachte, es wirkte so im Chat, als könnte man da immer neu gesammeltes abgeben. Was meinte ich? Das sind jetzt mal nicht gierig sein sollen. Mensch, wie siehst du, ist doch auch ein geiler Kick, oder nicht? Oh, der will nicht fallen. Oh, Vorsicht. Hat der überlebt? Kann ich dein Ernst sein? So, warte mal, jetzt muss ich mal checken. Wo ist die Tür? Ich will jetzt erstmal nicht runterspringen, sondern. Nee. Das ist irgendwie. Ja, die ist weiter oben. Geh mal da, kommt's runter. Guck mal rechts. Kann das nicht die rechts sein, einfach? Da, diese hier? Nee. Nee. Also doch, dass du die hochgehst und dann die nächste rechts. Das kann schon sein. Ja, das ist es auch. Ich glaube, das ist es. Ja. Endgegner-Time. Das schreit nach einer Verprügelei. Nur für wen? Aber ich hier sehe auch noch kein Beschwörungsding. Kommt gleich. Dahinter ist die Fürstin. Wie sie jetzt ihr habt doch gar nichts falsch gemacht. Was haben wir denn? Blitzpapier? Entfernen doch ruhig, was du nicht brauchst. Dann machen wir das Feuerpapier. Und. Die Bluttabletten könntest du dir noch angucken? Was seid ihr denn? Wir haben so viele, da kannst du ruhig mal eine von nehmen. Blut. Ja, ich gucke jetzt erstmal da rein, was da Phase ist. Wie kann ich die entfernen? Warum jetzt nicht? Das auch. Was ist mit dir? Warum hast du versagt? Warum? Was? Ja. Weiß ja nicht, was, also ich weiß nicht, was dir passiert ist. Okay. Sie ist die schönste von allen. Lebendige Misserfolge. Okay, das ist nicht die. Alter, was? Aha. Okay, wie viele gibt's denn jetzt von denen, ey? Alter. Heftig.
Nimm lieber noch mal Energie. Mhm. Also drei Stück gibt es von den Typen. Wenn erstmal einer zu mir kommt. Fuck, ey. Vier. Weg. Treffen mich. Da kommen welche. Aber jetzt hast du einen schon mal. Ist gut. Werden immer weniger. Jawoll, ja. Au. Energie. Energie. Hol erst Energie. Hier, einer wacht immer wieder auf. Ja gut, aber die Energieleiste ist... Alter, was passiert denn hier? Und das Universum wird gerufen. What the fuck? Na toll. Okay, ab der Hälfte kommt es. Okay, kommt einfach mal aus der Luft, aus dem Nichts, ein Asteroidenschauer. Wenn man das nicht weiß, dann kannst du ja gar nichts machen. Okay, ich habe aber noch nicht hundertprozentig gecheckt. Irgendwer musste ja wieder irgendwie auferstehen lassen oder so, ob die sich gegenseitig auferstehen lassen. Aber gut, wir haben die Hälfte abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt zumindest nicht alles falsch gemacht. Nee. Wir waren in der nächsten Phase. Aber trotzdem kann es sein, dass da irgendein. Dass man die in irgendeiner Reihenfolge oder so vielleicht. Da rechts ist die Tür. Okay. Mal schauen. Wir tasten uns da jetzt ran. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Bitte. Moment. Das hier, oder? Ja, ja, den rufen. Ach, da ist der. Ich hab gerade. Wo ist denn das denn? Vielleicht kann man jetzt noch mal tauschen, wo man einmal gestorben ist. Sie hat gerade noch mal gerufen. Ja. Ist ja geil. Muss ich jetzt den ganzen abwarten? Ah! Was ist das? Ein Balkonschlüssel. Wie geil! Aber das ist ja mega. Vielleicht können wir ihr noch häufiger was geben, ja. Vielleicht kann man die doch häufiger abernten, diese Säcke. Okay, Balkonschlüssel. Wollte ich da. Falls wir was auf dem Weg finden, aber ich wüsste gerade nicht, wo der Balkon ist. Ach komm, das brauche ich doch jetzt wirklich. Ja, oder? Das. Wo geht's lang? Das war schon richtig. Ja, bei dem Typen. Okay. Stimmt, mit dem hast du ja immer deinen. Ja, da hoch, ja. Pass auf. Reicht, reicht.
Und jetzt da hoch. Immerhin ist der Weg nicht lang. Hast du das Gefühl, das große Schwert ist richtig bei denen oder vielleicht eher klein? Nee, ach, ich spiele eigentlich immer mit dem Großen, weil mir das irgendwie gefällt. Okay, aber es war keine. Aber du hast ja gesehen, also. Ja, die. Ich mag auch die Reichweite von dem Typ. Nicht schwer. Ah, okay, man kann sich nicht einfach hinter ihnen irgendwie verstecken. Andere abzuchecken war tabu. Und jetzt kommst du. Die haben auf jeden Fall einen heftigen Hieb, die Jungs. Auf jeden Fall sind das auch Leute, die, mit denen diese Experimente gemacht wurden. Lebendige Misserfolge, heißen die. Ja, das sind die, die es geschafft haben, ja. Ja, die überlebt ja, haben, ja. Aber die trotzdem als Misserfolg eingestuft werden. Was ich okay finde, weil die sehen auch ein bisschen scheiße aus. Ich bin unsicher, was so die beste Taktik ist. Sowas zum Beispiel. Du greifst jetzt an. Okay, kann ich dann einfach so einen Schwinger geben? Oh. Ja. Hau ab. Hau. Ja, nee. Oh. Ja, ich hab's nicht so raus wie du. Ey, Mann, da hat er mich mit seinen langen... Deinen langen Fingergelenken hat er mich noch geschlubbert. Ja, die haben eine sehr krasse Reichweite und die haben vor allem Power. Ey, irgendwie rückwärts ist Kacke bei denen. Obwohl es natürlich irgendwo gut ist, aber eigentlich müsstest du nach vorne rollen und dann nochmal einen mitgeben. Und dann wieder rollen und mitgeben. Glaube ich. Was weiß ich schon. Ja, unzufrieden bin ich. Unzufrieden. Hoffentlich stirbst du jetzt auch nochmal, dass ich auch nochmal kann. Warte mal, physische Abwehr 90. Das ist stumpf wahrscheinlich eher, was die haben, ne? Ach ja, wir könnten uns auch noch mal gucken. Aber ich glaube, das ist schon... Naja, also 100... Ja, so viel schlechter. Naja, das macht jetzt auch nicht so einen Unterschied. Egal, komm. Ach, jetzt haben... Du kannst gleich mal probieren, die Bestienbluttabletten. Wenn du damit ein paar Mal reinhaust, glaube ich schon, dass das richtig Schaden macht. Wenn du dazwischen nicht getroffen wirst, was ja möglich ist hier. So schnell sind sie. Ja, das Ding ist, dann kriegst du laden die einen schon platt, weißt du, bevor der andere überhaupt kommt. Laden die sich nicht auf, je mehr man schlägt, war das nicht irgendwie? Genau. Aber du darfst, glaube ich, nur nicht zwischendurch getroffen werden. Vielleicht gibt es auch einen Timer. Aber man nimmt auch mehr Schaden. Du wirst das ist das. Genau, du nimmst mehr Schaden. Du darfst, klar, bestenfalls nicht getroffen werden, aber... Ja, so. Nee, der ist hart. Rücken aus Stahl. Ja. Ja, die zweite Phase da. Weiß gar nicht, ob das überhaupt die zweite Phase ist. Ja, also zumindest. Oder ob dann noch mehr dahinter kommt. Mein Eich. Ich warte immer noch auf diese Schwester. Er macht ja gar nichts. Oh, da kommt Feuerball gleich. Tanzt da mit dem Feuerball. Das war doch gut. Oh. Wollte ich ihn eigentlich anspringen? Gut.
Oh, von hinten. Jetzt würde ich zu eng. Ball! Aber echt jetzt hier Hollywood-Moment gerade. Oh, da kommen die Meteoriten. Ich denke, da musst du nur rennen. Ach komm. Oh. Jetzt nicht alles riskieren, du kannst das noch schaffen. Abhauen. Woll! Achtung, da kommen Schüsse gleich. Das sieht sehr gut aus. Oh, ich wollte unbedingt den stoppen. Da hat man echt gemerkt am Ende, das war dein Fehler. Aber ey, du hast es super gemacht. Also du hast ihm hier, guck mal, drei Viertel abgezogen. Ja, wir sind am Ende. Der Simon spielt beim nächsten Mal. Weißt du, was mich gerade ärgert? Ich habe gedacht, ich treffe den noch einmal und dann ist der tot und dann hört sein Zauber auf. Ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen, dann hätte ich jetzt platt gemacht. Es ist wie immer, du hast eigentlich die Technik, die Strategie dahinter war richtig gut, aber auch du bist emotional und hast am Ende hat das Böse über dich triumphiert. Ich hätte einfach so weitermachen müssen. Und deshalb versagt. Warum? Weil du schwach bist. Weil du ein Loser bist. Und nicht hart genug bist für Bloodborne. Dir fehlen da die richtigen. Egal, ich hab. Ja, was sag ich? Tschüss! Wir hören jetzt auf. Tschüss, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.